Arsche. Ich habe auf Kampagne gewürgt, jetzt steht da Kampagnen Schwierigkeitseinstellung, zweiter Soldat. Ja. Ja, okay. Tipp, du kannst deine Einspielung im Pausenmenü ändern. Ja, das ist klar irgendwie. Ah, okay, dann kann man ja gucken, ob das irgendwie zu schwer oder zu einfach ist. Es gibt zum Beispiel einen Splitscreen-Modus, aber der ist nur für Arcade, also da spielst du nur gegen Boxer. Ja, das hatten sie im ersten Teil auch. Ja, warum haben sie das nicht für die Kampagne gemacht, ey? Das ist die Erklärung, weil eine Kampagne sollte man alleine spielen. Mhm. Boah. Das ist einfach, dass Splitscreen ausstirbt. Das macht heutzutage keiner mehr. Keiner will mehr mit anderen Menschen nebeneinander sitzen, die stinken. Ich meine, die atmen, die schwitzen, denen fallen Haare aus, ey, das ist ja furchtbar. Ja. Okay, ich bin bereit, wenn du es bist. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. War das Galaxie schon so weit? Was denn? Hat auf OK gedrückt. Oh, Videosequenz! Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode? Und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also... mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Ich muss ihn dafür ein bisschen unterstellen. Bei mir sind ein bisschen am Ruckeln. VZ. 6, 2, 6. Wenn ich höchste Einstellung automatisch eingestellt. Okay. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich hatte eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ja, nicht wirklich. Ich weiß, was da ist. Hier. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicher. Fristert, Eddie, fristert! Oh, geil, ey. Der Droide deaktiviert ist. Dass er den Zugangscode hört, dann nimmt der ID10. Ah, ja, genau, das muss ich noch sagen. Daniel, du weißt ja, vielleicht hast du das schon vergessen, aber ich fliege ja alle 50 Minuten raus. Ach so, ja. Ja, ich werde dann nicht wahrscheinlich aus dem Spiel rausfliegen, sondern nur von Skype. Oh, ich muss jetzt mal meine Kraft ein ganz klein bisschen runterstellen. Mach ruhig. Aber der Druide ist cool, ey. Wann kann ich den hier runterstellen? Leck mich. Ultra hoch, mittel, niedrig. Ultra hoch, ey. Boah. Ich habe auf Mittel bei mir eingestellt. Boah. Ein paar Sachen hier runter, was gibt denn hier viel? Gelände. Ja, vielleicht, wenn ich das Spiel einmal durch habe, weiß ich nicht, stelle ich das auf Englisch oder so, ey. Weil die deutsche Stimme von der gefällt mir nicht so wirklich. Okay, ich steuere jetzt einen Droiden. Ja, ich auch. Diese Druiden sind richtig geil, ey. Ich kann fliegen. Eine lustige Side-Note, die Imperialen sind nicht so emotional mit ihren Druiden, deshalb geben die denen keine Namen. Die Eden nennt den meistens einfach nur Droid. Oh, ich spielen ja die Leute aus.
Ja, du musst ja an, hier an die Konsolen da und so gehen, glaube ich. Mhm. Stimmt, das weiß ich ja noch gar nicht. Jetzt sind es nur noch drei, aber ursprünglich waren das Inferno Squad, waren es vier Leute. Das ist jetzt kein Spoiler, also die sind einfach... Das ist im Buch passiert, das vor dem Spiel hier spielt. Oh, was ist das denn für ein Druide? Ich glaube, dieser Protokoll-Druide, der hat dieselbe deutsche Stimme wie C3PO. Hm, ey, den kann man auch schocken. Den Druiden kann man auch schocken, das mache ich mal. Ich habe ihn getötet! Ach, den da. Ja, den kannst du schocken, mach das mal. Ja, ich gucke ja noch ein bisschen im Raum. Okay. Oh, das ist ein Gong-Druide, cool. Steck mein Ding überall rein erstmal. Ja, genau, die kannst du ja auch im Multiplayer spielen, die Aiden. Also die Frau hier. Mhm. Die hat dann auch ihren Druiden dabei. Ah, cool. Hast du das Sammelobjekt gefunden hier drin? Ja, ich habe gerade den Ausgang gefunden. Okay. Keine Angst, ich sag dir nicht, wusste, du schaffst das. Nett. Okay, raus, ja. Kommt man denn hier raus? Er muss ein bisschen suchen. Ich könnte dir auch sagen, wo, aber das wäre ja langweilig. Naja, ich finde das schon. Wenn ich das finde. Stimmt, irgendwie so ein Lüftungsschacht oder irgendwie sowas. Mein Gott, jetzt bin ich klein, ey. Ah. Hast du gefunden? Ja. Hast du recht, ey. Sag ich doch, Lüftungsschacht. Ey, flieg einfach mal, ey. Ist richtig geil hier. Wollen wir so richtig Jedi Knight rückblenden? Ja, genau, die waren ja an dem, so eine andere Firma, ich glaube Respawn, die waren an dem anderen, an einem anderen Star Wars Spiel beteiligt, beschäftigt, aber das wurde wieder fallen gelassen, das Projekt. Ja, hab ich auch gehört. Und jetzt haben die wieder, Respawn wurde irgendwie, ne, ich weiß nicht, das hieß anders, Respawn hat diesen Ding gekauft und jetzt machen die ein Spiel, da soll es irgendwie um Lichtschwerter gehen. Das könnte noch Jahre dauern, bis da überhaupt ein Trailer vorauskommt, aber naja. Du kannst die hier unten belauschen, die Rebellen da unten, wenn du durch den Kanal hier fliegst. Mhm. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachricht. Oh Gott, Elektrofelder! Oh. Danke, wir brauchen jede Information. Okay, ich hab den Ausgang gefunden. Was heißt gefunden? Das ist nicht wirklich eine Suche, du musst einfach nur geradeaus fliegen. Oh Gott. Sehen mich nicht. Schleichst du dich an denen vorbei? Ja. Ich bin direkt vor denen. Vor so einer Glastür, ey. Vergiss nicht, du hast keine Sicherheitsfreigabe. Du musst die Türen zum Öffnen hacken. Naja, du könntest die ausschalten oder an denen vorbeischleichen. Was denn auch, wenn der Brennfee anwesend ist? Wenn sie aufleuchten, sind sie alarmiert. Ui, Tarnung, die Original für die Aufmerksamkeit, bla bla bla. Wenn die aufleuchtet, ist sie alarmiert. Okay. Ich hab den einen betäubt. Jetzt hab ich den anderen, lasse ich da stehen. Oh Gott, geh weg. Die sind auch ein bisschen dämlich, die Rebellen, ey. Das ist irgendwie. Das fällt irgendwie auf, wenn da irgendwie so ein Vieh durch die Gegend fliegt, ey. Ich bin direkt hinter einem, guck gerade auf die Konsole, die da gerade. Ja, den einen, der da in dem Raum war, den habe ich betäubt, ey. Ich tue ja voll auffällig rumfliegen, keiner bemerkt mich. Ah! Haben sie dich jetzt entdeckt? Ja, aber lass einfach vorbei. Auf. Oben. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt, ey? Such einen anderen Weg. Boah, das sieht richtig nice aus, ey. Oh, geil, eine Fähigkeit.
Ich guck mal, ob das klappt. Oh, okay. Okay, oh, geil, Daniel, wir bekommen eine neue Fähigkeit. Okay. Dauert aber echt lange, bis wir einen sehen. Musstest du wieder deine Grenzen austesten, Daniel? Ja. Na, ich habe einen getötet. Alles klar, du bringst ja alle um, ne? Nein, das dauert zu lange. Ich meine, du kannst den Schock nicht die ganze Zeit machen. Das dauert, bis sich das wieder auflädt. Ist aber echt nett als Druide. Oh, mein Kalamari-Kreuzer. Ne, ja, das ist doch Akbars Schiff. Ja, das ist gut möglich. Oh, der ist was aufgefallen. Müsste ich jetzt deine Scan-Fähigkeit haben? Ja. Ich praktisch. Ach, okay. Fuck, die hat mich entdeckt, ey. Nein! Ich bin tot! Ich bin scheiße. Das gibt es doch nicht, ey. Mal, hätte ich mal meinen Schock nicht an dem einen Typen da verschwendet, ey. So schnell kann es gehen, Daniel. Zurück ins Missionsgebiet, weil sie mich auf den Arm nehmen. Ja, da muss ich hin. Ich gucke mal, ob hier irgendwie was zu holen gibt oder so. Ja, das. Nein, ich gehe nicht da unten hin. Nein, ich gehe nicht da unten hin. Sie sehen mich. Du bist ziemlich schnell tot, Daniel. Pass bloß auf. Die haben mich gesehen. Die hat irgendwie nur zweimal geschossen und ich war weg, ey. Ich hab mich gerade geschossen, aber niemand trifft mich. Kann ich hier irgendwas? Ich scanne. Jetzt hack ich, werde die auf mich schießen. nee, nicht QG, mein Gott. Ja, einige sind irgendwie schon am, hab ich hier in den Kommentaren gesehen, haben gefragt, wie kann man denn rollen auf bei der PlayStation? Was? Ja, weiß ich nicht. Die wissen nicht, wie man rollt. Du wusstest das auch nicht in der Beta. Stimmt. Okay, nochmal. Ohne Falken. Bist du gestorben? Ja. Okay, also. Ich war gerade am Hacken, dann wurde ich abgebrannt. Na, ich musste natürlich zu der einen Frau dahin fliegen, ohne obwohl ich meinen Schock noch nicht hatte. Du musst die schocken, wenn du da weiter willst. Oder das ist sogar ein Kerl. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich den nicht schocken? So, und jetzt weg hier. Über deren Kopf. Ich muss jetzt mal sagen, Daniel, diese scheiß R2-Einheiten sind schon scheiße, ne? Der hier ist voll superior, der kann fliegen und schocken und alle. Okay, R2 kann auch schocken und fliegen. Aber ich weiß nicht, der hier ist cooler. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Mein Gott. Hört ihr für eine bedrohliche Stimme? Ich höre dich durch die Lüftung, ganz nah. Willst du mich sehen, ne? Ich drehe mich nur so um, auf einmal steht da so einer vor mir. Ich finde die Kleidung von denen einfach so geil von Inferno Squad, ey. Boah, sieht das geil aus, ey. Okay, so springt man. Wie rollt man? Ich muss jetzt auch mal gucken, wie rollt man. Asche.